Servus und hallo zu Another Sight. Ein Spiel, das man im Sale gekauft habe und schuld an dem Dingens, dass ich überhaupt auf das Spiel gekommen bin. Ihr kennt es bestimmt, die benutzerdefinierten Empfehlungen, wo man Spiele auswählen kann, welche berücksichtigt werden sollen und dann eben, Wurscht, jedenfalls hier haben wir gedacht, ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus, schau mal an. Ich bin jetzt nur verwirrt, dass kein Ton hier ist. Ich lasse mal als angespielt laufen, vielleicht werden es mehr Folgen. Müssen wir mal schauen. Ah, jetzt haben wir Ton. Und Deutsch hier. Das ist sehr schön. Dann erstmal die Einstellungen. Audioeinstellungen. Musik machen wir natürlich etwas runter. Immer das Phänomen, wenn man Musikeinstellungen vornimmt, dass jetzt spielt wieder Musik. So ist, glaube ich, okay. Da muss ich nicht allzu viel nachbearbeiten dann. Ja. Bestätigen. Okay. Spieleinstellungen. Steuerung. Pause klar. Charakter wechseln. Tab. Gehen. Shift. WASD ist klar. I und Kater rufen, miauen, okay. Springen bestätigen, ja, Standard. Tab und Shift. Ja. Jetzt schauen wir mal. Vibration machen wir, nein. Und Helligkeit mal ein bisschen heller, weil YouTube dunkelt ja ganz gerne ab. So, nochmal, warum ist hier wieder bestätigen? Grafikeinstellungen, Pausen, episch, ja, bestätigen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ruckelt, weil im Hintergrund rendert mein Rechner wieder mal. Ja, dann mal einfach mal ein neues Spiel. Schauen wir mal. Kommt bestimmt gleich ein Intro. Zum Spiel an sich habe ich beabsichtigt nur nichts gesagt. Okay, kein Intro. Ich kann gleich direkt steuern. Ich werde es wieder so handhaben bei Dialoge oder so, sage ich natürlich nichts. Okay, ich kann hier nur. Ich kann einfach nur gehen. Okay, englischsprachig mit deutschen Untertiteln. Ist aber, glaube ich, leicht zu verstehen. Father? Father? Where am I? Is anybody there? That's all I needed. Now what am I supposed to do? Es ist wohl Tatsache keine High-End-Grafik, aber das ist mir jetzt wurscht. Spiel wurde sehr dafür gelobt, dass es was anderes ist. Ich sag nur immer nichts dazu. There's something otherworldly about this place.
Er kann noch immer nicht laufen. Kann nicht springen, ich kann im Prinzip nur nach links gehen, rechts gehen. Okay. Runtergefallen, tot. Vielen Dank fürs Ansehen. War ein schönes Spiel. Servus, tschüss und hier ist eine Katze. So, das war jetzt Intro. Ich kann nicht springen. Is that a dream? Am I still dreaming? Ich kann. Oh, stay with me, won't you? I don't understand what's happening to me and I'm a little frightened. You look strange. I can't see you clearly. No. Wait. I can't see anything clearly. Okay, wechsle den Charakter, um Karte zu steuern. RB oder eben Tab habe ich ja gesehen. Okay. Hier sieht man sehr schön. Sie ist quasi blind. Mit Tab kann ich wechseln. Ich weiß nur nicht, ob es Sinn macht, das wirklich mit Controller, mit Tastatur zu spielen. Der Kater kann... Was kann der? Irgendwie interagieren. Ah ja. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal mit Gamepad. Ob das hier mehr Sinn macht. Das war Miauen. Ah, hier war Wechseln, okay. Wechseln wir mal. Wonderful. Now I'm talking to animals. Not a good sign. Not at all. Kit kann X. Ah, X. Okay. Jetzt kann ich wieder. Ah, hier geht's rauf. Okay. So. Ich spiel's jetzt mit Controller, glaube ich. Nein, nein, bleib oben. Bleib da. What's the matter with my eyes? I can see with my eyes closed. But that's impossible. Okay, was ist hier? Das macht irgendwie alles nicht so wirklich Sinn. Egal. Gut. Ist halt die Frage, warum kann ich nicht nach hinten gehen? Darf man nochmal Tastatur verwenden? Nein. Ich spiele mit Controller. Jetzt wurscht. Der Kater kann sich bei einem Sprung... Okay, normal springen.
Das mit Springen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Okay, was wollen die von mir? Und warum kann ich da nicht herspringen? Egal. So. Ja. Okay. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie die Steuerung hier funktionieren soll. Offensichtlich ist es ein Sidescroller. Kann nur rennen, wenn der Weg für sie sichtbar ist. Geräusche des Bewegendes. Oh Gott. Sprich, ich muss das hier runterschubsen. Das aber nicht funktioniert, weil das Teil da ist. Warum kann die Katze da nicht drauf? Hat man das jetzt gebracht, so konkret, dass ich das... Okay, jetzt... Ich muss die Katze raufholen. Okay. Verstanden. Logisch. Okay, okay. Und hier muss doch bestimmt irgendwas mit der Katze erstmal lösen. Weil die Katze sieht. Mit der Tastung um einen Sprung halte sie gedrückt für einen längeren Satz. Drücke sie im... Ach Gott, das ist... Das ist echt schwierig zu lesen, die Texte, weil die so nur kurz eingeblendet sind. Die Steuerung, die ist hier nicht so der Hit. So, was bringt mir das? Okay, Biografie des mysteriösen Katers freigeschaltet. Hier. Dann ist es ein guter Freund, immer an deiner Seite. Dass sie blind war, okay. Ups, dank seiner... Ach Gott, das ist so... Die Steuerung ist Tatsache für den Arsch. Echo Stimme, okay. Okay. Gut. Echo Stimme. Miauen wir hier. Ist klar. Hey, Pussycat. Da. Okay, can't get through here.
But you can. Will you help me? Okay, sie kommt nicht durch. Ja, hier war ich ja schon. Was hat das Ganze gebracht? Erstmal nix. Ach, die Steuerung, die ist echt für den Arsch. Ah, hier komme ich rauf, okay. Gut. Die Idee finde ich tatsächlich ganz spannend. Drücke die Taste mehrfach, um die Spitze zu erreichen. Ah, okay. So, hier haben wir... Ah. Alles. Echt jetzt? Musst du jetzt wieder rauf? Oh, komm. Na gut. Das Spielprinzip finde ich ganz nett. Also ein Rätselspiel würde ich es jetzt nicht direkt bezeichnen. Es ist relativ offensichtlich, aber vielleicht wird es ja noch. Aber die Spielmechanik finde ich ganz nett. Und es ist halt cool. I'm sure things will go back to normal when I reach the surface. No more colored sounds and no more talking to cats who can understand what I'm saying. Ich finde die Idee ganz echt ganz nett gemacht. Geräusche helfen, ja. Goodness, that noise was blinding. I mean, it was loud. How strange. If there are trains, that means I can't be far from the surface. Come on, let's find this exit once and for all. So. Interagieren kann ich da nicht. Okay. Mit ihr hier. Okay. Verstanden. Ah, jetzt kann ich auch hier hingehen. Keine Ahnung, was ich freigeschalten habe. Wahrscheinlich die Tür, dass die offen bleibt. Naja, also Pseudo-3D halt, ne? Ja, hier mal die Umgebung anschauen, das funktioniert ganz gut mit der Katze. Miauen lassen, wenn du ihn oder Kit steuerst. Pussycat. Hey, Puss. Hey, hey. Hey, Puss. Ja, miauen. Warum geht das nicht? Hey, Pussycat. Pussycat. Hey, Puss. Ja, ich muss nur mal die Controls anschauen. Einstellungen. Spieleinstellungen. Steuerung. Karte rufen, miauen. Charakter wechseln. Ja, klar. Ja, es funktioniert halt nicht, ne? Hey! Karte rufen, toll. Ah, okay.
cat. Ja, komm. Well, I'm in better shape than I thought. Hmm. It seems the construction work is almost finished here. Maybe there's an exit nearby. So, du gehst auf. Okay. Ah, Katze kommt automatisch. Das ist gut. This is the place, I think. My father thought bringing me down here would be educational. Ugh. He's so obsessed with his old stones. It would never have occurred to him to bring mother flowers. No wonder she left him. Left us? Left me? I told him it was his fault. He was shocked, then angry. And I got angry too and left him with his beloved rocks. I ran off towards the sunlight. Then something collapsed inside me. Everything collapsed all around me and I fell. And then you found me. I wish I hadn't said those hurtful things. I just want to say sorry. Where is he? Oh, I hope he's all right. You're a good listener, you know? Nobody ever listens to me. Es fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf, es hat was von Alice im Wunderland. Where are you going? So, in Boden fallen und so. Also, come back! Let's wait together! Oh, please don't leave me! Okay, war das jetzt Tutorial quasi? Oder Intro? So, an dieser Stelle würde ich aber Tatsache sagen, schreibt mir doch mal, ob ihr das weiterhin sehen wollt oder nicht. Ich finde es irgendwie ganz interessant bis jetzt. Vor allem die Steuerung mit zwei verschiedenen Charakteren und so, das finde ich schon cool. Ja, ich sage an dieser Stelle aber vielen Dank fürs Ansehen. Bin gespannt auf eure Rückmeldung. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.